Jo Leute, ich bin's wieder, von Akanokon, und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Hunter Freedom 3 Walkthrough. Ja, wir sind jetzt wieder solo hier im Dorf unterwegs, ohne den guten Prinz Albea in der Gilde. Das waren schöne Tage, aber es ist auch Zeit, hier wieder Dorf weiterzuspielen, damit sich das eben ausgleicht. Und ich habe vorher etwas in den Tat zu setzen, was ich jetzt schon öfter gefragt bekommen habe. Und zwar werde ich hier eine neue Katze machen, und zwar um unseren guten alten Tornado zu ehren aus dem Monster Film Night Walkthrough. Hier habe ich schon hier Pazifist, nur große Monster, das finde ich schön. Hier mit Anstelle ja, und dann möchte ich bitte noch seinen Namen ändern. Mit Viereck klicken wir zurück, durch Drücken von Select gelangen wir hier zur kleinen Auswahl und nennen ihn eben jetzt seinem Vetter entsprechend Tornado. Tornado. Das ist doch ein schöner Name. Und ja, ich möchte ihn auch gleich ausrüsten, diesen fröhlichen Burschen. Deswegen gehe ich hier jetzt mal in mein Zimmer. So, Kameradenbrett betrachten. Und wir tun jetzt hier erstmal ausrüsten den Tornado hier mit dem Equip von Hilfe. Genau. Ja, wird ersetzt. Hier auch Fuzes Helmchen. Denn Fuzes ist schon stärker trainiert als Prinz Albea. Und wird jetzt ein wenig hier zu Hause gelassen, beziehungsweise darf trainieren. Ich glaube es. Also tun wir jetzt hier Auswahl wählen und wählen jetzt hier den Tornado an der Stelle von Prinz Albea und Prinz Albea an der Stelle von Fuzi. Das ist doch schön. Hier wählen wir jetzt noch das Training an, Tätigkeiten, und zwar hier Fuzi darf jetzt ein wenig arbeiten. Das ist ja sowieso nur eine Kriegskatze, eine kleine. Schnelle Fußarbeit stärkt den unteren Körper. Sammle Erfahrungen wie im echten Kampf. Wir stärken seine Hund und für Jäger für mir ist Verteidigungskraft eher wichtiger jetzt bei Fuzi. Deswegen darf er jetzt ein bisschen Sit-Ups machen, das gefällt ihm sicher. Und wir machen direkt weiter im Dorf bei den Quests, die jetzt auf uns warten. Und zwar ist das als nächstes auf Queststufe 3, die wir erlangt haben, hier der Barot, Sanddrache Barot. Hier schauen wir nochmal durch, was es hier denn alles zu bekämpfen gibt. Richtig coole Sachen eigentlich. In der nächsten Queststufe gibt es dann auch endlich eine neue Rüstung für uns. Das ist auch schon mal was Schönes. Tun wir gleich die Quest ausrüsten. Da unten wollen noch Leute mit uns reden, habe ich gesehen. Ja, brabbelt uns irgendwas auf Japanisch ans Hirn. Interessiert eigentlich jetzt nicht wirklich. Ich will nur schauen, ob ich hier noch irgendwas mitzunehmen habe. Man sieht, hier gibt es neue Kombibücher und Gedöns. Das brauchen wir jetzt aber alles noch gar nicht. Diese ganzen Infos, die sind schweineteuer. Braucht kein Mensch. Doch, brauchen wir schon für die Gildenkarte, aber nicht sofort. Und nicht heute und nicht morgen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch gleich los. Ich gucke schon, dass ich hier an Objekten dabei habe. Sieht gut aus, nicht zufällig. Bisschen random Shit von Jigginox da noch an Bord, aber wir sagen jetzt mal auf Quest gehen und los geht's. So, es lädt. Und da sind wir auch schon, Zeitvergabe 50 Minuten. Häuski, Päuski, geht's los. Teilkrieg gibt's ja auch. Wir sind ja jetzt hier noch nicht Highrang und noch gar nicht, sondern schimmeln hier noch im räudigen Yukumu oder Yukumo oder wie auch immer Dorf rum. Bevor da wieder Leute Dislike geben, sage ich dir beide Namen, mir fällt es nämlich gerade nicht ein, wie das blöde Dorf heißt. Interessiert auch kein Mensch. Hier sind Rioblos, die braucht Albea dann später für seine zukünftige Rüstung wahrscheinlich. Falls ich das Set genau nachgeguckt habe, das hier Aki mit uns oder für uns gemacht hat. Wir haben da ja so eine kleine Set-Base, wonach wir uns zumindest orientieren. Und ich vermute mal stark, dass sich der Barot wieder hier in Gebiet 3 aufhält und im Schlamm suhlt, wie man das kennt von der alten Sau, ja. Oh, wir sehen auch ein Video. Der Sau suhlt sich also nicht, eher. Och, geil, er ist nicht. Och, nein. Nein. Ich hatte mich schon gefreut.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass Barod eine Anfälligkeit, laut Monster Unleashed, eine Anfälligkeit hat gegen Wasser, wenn er das Zeug dran hat, und gegen Feuer, wenn er es weg hat. Oder war es andersrum? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wäre, ersteres wäre realistischer. Ja, das war, glaube ich, auch ein ähnliches Video wie ein Trial. Nein, das war ein anderes Video im Trial. Weil mich so hässlich verpixelt. Ich empfehle sowieso jedem von euch, der jetzt kein Monster Hunter auf PSP zocken kann, Trial. Das ist echt geil. So, da bringt doch nichts neue Versuche oder so, das funktioniert sowieso nicht. Da jetzt schüttel dein Herr, schüttel dein Preisschild. Schüttel dein Preisschild. Ich schüttel, was mein Papa mir gegeben hat. Kurupekwan. So. Und weiter geht's hier im Kampf gegen den Barod. Oh, gleich ist mal genatzt worden. Ich bin natürlich jetzt hier wieder 0,0 eingezockt, liebe Freunde. Ich hoffe, dass ich nicht zu hart ablosen werde. Die ganze Zeit dieses Schüttel dein Preis. Schüttel. Okay, lassen wir das. Aber das geht schon beträchtlich auf die Nerven und Eier. Waffenstärke ist gesunken, wie ich hörte. Gerüchten zufolge soll das wohl so sein. So, wir haben hier aber auch kleine Steinchen, Wettsteinchen, Mini-Wettsteinchen genannt. Mhm. Und, ja. So, renn du mal los, du kriegst uns eh nicht, alte Kartoffel. Für die Leute, die jetzt hier aus fernen anderen Webseiten zuschauen, Spieltipps, Monsterform, wie auch immer, den möchte ich nahelegen, unseren Kanal zu besuchen. Einfach auf das Video klicken und Watch on YouTube klicken, das wäre sehr freundlich von euch. Ja, wir haben auch andere Boxen noch gemacht, für die, die es nicht wissen. Wir haben gerade momentan viele neue Zuschauer bekommen, deswegen sage ich das jetzt hier für die alten Hasen, damit, nur damit ihr es wisst und nicht denkt so, hö, was labert der für Käse? Er labert ja sonst schon immer genug Käse, muss noch nicht um mehr Käse reden. Aber, ja, das ist eben der Grund. So, okay, er macht nichts. Seine Ärmchen sind der angreifbarste Punkt, wie wir bereits im Online-Walkthrough sagten. Oh, ups, da konnte ich jetzt gar nicht rollen. Ich hatte es voll falsch abgeschätzt. Tut mir leid, liebe Freunde. Da passieren halt manchmal so Fehlerchen, wenn man da nicht mehr eingespielt ist. Und weiter geht's bei dramatischer Musik. Auf die hoffentlich kein Copyright-Verletzung kommt. Geh mal. Und so. Ich mag eh keiner. So, aber weiter im Text. Oh. Ups, moi. Ja. Ich muss auch demnächst mal neues Adapterkabel noch kaufen. Von YouTube-Geld zum Beispiel. Da dieses hier schon langsam den Geist aufgibt. Ein neuer PSP muss vielleicht noch her. Ich hoffe, dass er jetzt noch für Third durchhält. Und danach kein Monster. Kommt wahrscheinlich kein Monster mehr wieder für die reguläre PSP raus. Aber langsam lässt doch den Geist auf. Ich muss sagen, damit ist komplett Unite aufgenommen worden. Damit ist Third durchgespielt worden, Unite durchgespielt worden. Also das hat echt gute Dienste erwiesen, dieses Stück von Sony hier. Muss natürlich hier, das spricht auch für Qualität. Muss man dazu sagen. Die lassen sich da nicht lumpen, die Japaner. Ich dachte, wäre anscheinend, ja, das ist auch ein Shine-Drop. Ich hatte mich nicht verguckt. So, da ist er. Schnell aufsammeln und gucken, was es ist. Ein Barod-Rückgrat. Das ist cool. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so leicht zu kriegen. Ups. Komm schon. Nochmal Waffenstärke gezogen. Kacke. So, entkommen und jetzt war uns diese lausige Kreatur kriegt. Ah Mist, wir haben keine Mini-Sternchen mehr. Ah, der gräbt sich eh ein und befindet sich jetzt gleich wahrscheinlich mit 4, wenn ich mich nicht täusche. Weg mit dir, du ekliges Insekt. Dich mag auch keiner. Und ja, laufen wir von meinem Gebiet. Ich hoffe, dass die Audioqualität jetzt gut ist. Ich habe jetzt mal die Pegelstärke etwas nach oben gesetzt, gemerkt, dass es bei der Testaufnahme etwas leise war. Ich nehme mal kurz Testaufnahmen auf, damit es nicht so räudig ist alles. Töten mal die kleinen Yagis, die gehen nämlich sonst auf die Eier wie blöde. So. Tornado. Zeige, was du kannst. Nein, nein, nicht essen, Freundchen. Freundchen. Jetzt hat er natürlich seine Stamina wieder aufgelevelt. Na, das geht noch durch, meine ist hier nichts. Übrigens, wenn er seinen Kamm oben auf dem Kopf breakt, dann bei seinem Schädelschlag auf den Boden kommt, dann kein Matsch mehr mit. Da ist dann nur noch sein Schädel, der wollte ich wieder Schaden machen, außerdem euch nicht so blöd. Ups, die wollte ich jetzt treffen, das war ungünstig.
Mist, ich hatte den Tail voll falsch eigentlich, dachte, er könnte in die andere Richtung, das war nicht ungünstig. Gerade noch im rechten Moment mein Irrtum bemerkt. Waren aber schon fast zu spät. Und ja, über was gibt's was zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Wir haben momentan relativ wenig Uploads, weil sowohl Albea als auch ich relativ viel in der Schule tun müssen. Wie manche vielleicht von euch wissen, bin ich im Prüfungsjahr. Und da geht's einfach. Tut von Maledeitis etwas. Da geht's einfach heiß her. Tut mir auch leid. Kinder, Freunde und Familien, die vielleicht gerade zuschauen, dass da momentan so wenig kommt. Aber ich gebe mir Mühe, dass es wieder läuft. Freut mich auch, wenn ich euch was machen kann. So. Aber wie immer die Waffenstärke gleich sinkt, das ist ja furchtbar. Boah, jetzt aber weg von mir, das ist noch ein Shiny Drop, den ich noch einsacken muss. Nicht, dass man uns hier durch die Lappen rutscht. Na komm, wenn du jetzt gerade ihrem maulst, dann kann ich jetzt hier gerade in die Vibe und Tears einsammeln. Und wie du schön um mich hinweg rutscht. Ich kann euch mal zeigen, wie ihr hier Felsen zerstören kann. Vielleicht sieht man das jetzt gleich. Ich hoffe es mal. Nein, komm nicht davor, du ekliger Barot. Wie ich mich halt verschanzte. Und so ein Boyjack hier. Oh, das war knapp, sonst hätte er wahrscheinlich mit dem Tail gehen, als wäre ich nicht durchgemäut wäre. Aber was soll es? Diese arme Kreatur. Und seine Händchen erwischt. Ups, moi. Und hier schon mal anfangen mit angreifen, dann trifft er nämlich auch dreimal und er ist sowieso K.O. Wenn man seinen Kopf spielt, kann man auch Skype dann einsacken am Ende, das ist auch ganz cool. Brauche ich aber nicht, weil ich hier nichts von Barot machen will. In diesem Walkthrough, war Barot Rüstung ist ganz gut von Anfang, zumindest ein Try. Und hier in Sword gibt es aber dann auch Shira und als nächste Stufe werde ich dann machen. Oh Mist, hat es nicht mehr geklappt nochmal. Werde ich dann eben einen Mix aus Buggy, Yagi und Barot Beinchen nehme ich, glaube ich. Das dann auch wieder so ein Angriffsset. Man immer einen Angriff im Defense-Set. Also Albea ist für das Defense-Set zuständig. Er hat ja auch eher die defensiveren Waffenklassen. Ich habe eher die aggressiveren. Deswegen mache ich immer die Aggro-Sets. Das denke ich ganz gut durchgeplant. Oh, jetzt hat er mich gleich. Das war klar. Oh, Schärfe ist auf Maximum. Yes. Come on. Ups. Was bist du? Ein Mann oder eine Banane? Oh, das war knapp. Die Banane hat zugeschlagen. Woohoo! Skype ist ab. Und ich sage hier auch gleich ein, bevor da wieder Leute schreiben, Dave, du hast vergessen, das Skype abzusammeln. Albea, du hast vergessen, den Tail abzusammeln. Und was auch immer. Passiert uns nämlich natürlich ständig während dem Kommentieren. Da achtet man dann gar nicht mehr so auf so unnütze Sachen wie abgeschlagene Körperteile. Ja, hat sich halt komisch angehört. War auch eigentlich so gemeint. So, er wird sich jetzt eh wieder verbuddeln, dieser alte Loch. Nochmal ein Paintball drauf, weil der wird bestimmt gleich wieder nachlassen, dieser Ekelhafte. Die lassen nämlich immer nach, wenn die Viecher sich eingraben. Wer Monster Hunter kennt und schätzt, weiß das. Eigentlich wollte ich den gar nicht angreifen, das mache ich ja nicht für Käse. Er hat sich in Gebiet 1 geflüchtet, da wollen wir gleich mal hoch. Haben wir noch einen Käfernetzchen dabei? Nein, haben wir nicht. Hätte ich da gerade noch schon abgekäfert, oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Gebiet 1 wird betreten, Barot lauert und wartet schon auf uns. Renoblossen auch da, die töte ich ja gleich, weil die gehen einem sonst mit Penetrant auf die Eier. Okay. Ja, ihr seht jetzt, er konnte jetzt, wie ich gerade vorhin schon anmerkte, keine Steinchen mehr zusätzlich machen. Das ist extrem praktisch. Letzte erste Hilfe-Snall. Oh, das war so klar. Das meistens so, man nimmt dann irgendwas noch so, oh, noch eine erste Hilfe, die muss ich mir jetzt aufsparen, dann verwendet man sie. Und dann war es halt einfach für die Katz. So. Bist du tot, du? Und bam, bedimm dich. Ja, da prall ich ab. Oh. Das wird heute nichts mehr mit professionellem Gameplay von der Cut-Crawler hier. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Liebe Zuschauer und liebe Hater euch natürlich auch, ne? Muss ja. Soll ja nicht abonnieren, ihr Idioten. So, aber genug der fröhlichen Späße und Frommeleien. Ich versuche hier gerade um den Stein zu entkommen. Weg von mir, du ekelhafter Tyrann. Ich muss ja schärfen. Aber bitte scream jetzt nicht. Das ist alles gut mit Schnurren, glaube ich. Kommt er. Na, er entkommt. Ich hatte gehofft, dass ich euch einen Stonebreaker von ihm zeigen kann. Der wird bestimmt in Gebiet 2 gehen. Ah, doch, in Gebiet 4.
nochmal aufsuchen. Habe ich noch irgendwas dabei? Nee, Trap oder so, wäre ganz cool. Nein, habe ich nicht, aber ein Spitzhäckchen. Damit kann man am Ende dann immer noch ein bisschen an Wänden klopfen und ein paar Rubinchen und andere Edelsteinchen herauswischen. Ja, das waren die Arme. Sehr schön. Ich wollte übrigens bewusst nicht den Kopf treffen. Es war da jemand schreibt, Hilfe, bitte wohl bescheuert, mit Kopf getroffen, der mich hier. Ja, das war absichtlich, Freunde, denn auf den Armen hat er, glaube ich, 120% oder ähnliches. Also jedenfalls einen extrem hohen Angriffs-Plus-Wert. Ja, ich sehe, das sind wir durch, man ist hier völlig utopisch, ohne Ausweichen plus 2 oder Ausweichen ganz hoch oder beides. Ich weiß nicht genau, was man hier minimal braucht. Tornado ist so eklig. Türkis. Ich hasse türkise Katzen. Du auch? So. Boah, da hat er den Felsen zerlegt. Der Baron des Geistes, da kann man auch dann wirklich drüber laufen. Das ist echt cool gemacht. Wie hier die, er humpelt. Wie hier eben diese, Frostbite 2.0 Engine arbeitet, die natürlich in diesem Spiel verwendet wurde, vor Battlefield 3 schon bekanntermaßen sein sollte. Ja. So, und er geht wieder in Gebiet 3, da wird aber gleich wieder weggehen, denke ich, weil er pennt, glaube ich, in Gebiet 7, wenn ich mich da recht entzünde. 18:43 Uhr haben wir schon, 18 Uhr wollte ich an, habe ich angefangen eigentlich. Sieht ihr, was wieder, wie viel Zeit das jetzt kostet? Das ist nur so eine Folge, für euch sind es nur 20 Minuten, weil wir jetzt hier aufnehmen. Ah, doch, er pennt doch, ja. Aber für mich sind das dann halt einfach wirklich enorme Zeiten. So, ich hoffe, dass jetzt keine Katze angreift. Bitte greift nicht an die dämlichen Idioten. Denn ich will seine Armchen. Hat perfekt geklappt. Beim Schlafen macht man, glaube ich, einen doppelten Schaden. Oder ähnliches. Zumindest mehr an Schaden. Und hier haben wir das Ziel erreicht. Wuhu! Mit Quest-Info. Ja, die Zeit ist in Ordnung. Tun wir hier ein bisschen aufsacken. Die Leute immer noch fragen, warum ich mich hinsetze. Es geht schneller. Ihr könnt es selber ausprobieren bei Fatalis. Zumindest war es in MF2 so. Und seitdem machen wir das eigentlich so. Weil da konnte man den Black Fatalis damals nur komplett aufschneiden, wenn man das eben gemacht hat. Weil man den, glaube ich, 6 oder 7 aufschneiden kann. Wenn man nicht sofort gar da war, dann konnte man eben halt noch ein bisschen Zeit rauskitzeln. War eigentlich ganz cool. Und Bachot ist jetzt halt auch schon vernichtet. Wuhu, wie ich das Käferchen da habe. Ja, und Grüße an die gute Sarah, an Maxi, an den Prinzen, der sich das nicht anschaut. Und an alle weiteren Akkakula-Zuschauer, so wie Felix Fuzzi und Ronny, Domi und andere und das ganze andere Gepack. Na, so, hier Monsterform natürlich auch. Liebe User, liebes Team, liebe Befürworter, liebe Helfer, liebe Menschen, die sich das angucken. Macht es gut, wir haben die Quest abgeschlossen. Und gehen jetzt die Vorratsobjekte zurück. Nein! Quest clear. So, ein schönes Ende mit dem Superpound hier. Die Fäustchen zu Nagel. Wir bekommen eine Klaue, einmal von L, aber Panzerrückgrat, Klaue, ein Skalp. Den haben wir ja gecuttet. Düngerschlamm. Und die Kerzchen haben auch noch eine Eisbeere, was haben wir gerade bei Eis, Eisen, Hutbeere, Kraut, natürlich auch sehr wichtig immer. Noch so eine olle Beere und ein Tischler, der wird eigentlich echt nicht so kacke. Ja, und dann bekommen wir 1500 Z und Vertragsgebühr noch dazu. Das ist doch alles sehr schön geworden, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Walkthrough wieder. Schaut euch Albert's Teil an. Das spielen wir mit ganz anderen Waffenarten und hat, glaube ich, auch ein Video von sich eingefügt. Falls ihr ihn beim Gameplay sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schaut der Kanone und noch einen schönen Tag. Bye.